Herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind vor Lars und möchten uns jetzt gern nach Bring mich Nordmar zum Pass nach bringen Nordmar. Lassen. Du willst meine Heimat kennenlernen? Ich zeig sie dir gerne, Freund. Folge mir. Eigentlich sind die Leute in Nordmar der einzige Grund, der mich noch ein bisschen bei Laune hält, für die Rebellen zu kämpfen. Denn ich finde deren Rüstungen einfach erstens ziemlich cool und zweitens gefällt mir diese Eislandschaft so gut. Ich weiß auch nicht warum, es ist eigentlich komisch. Oh, dem hast du es gezeigt. Eigentlich hasse ich Kälte. Aber Landschaften in Schnee und Eis so, faszinieren mich. Das war's mit dir, du Mistvieh. Wo ist er? Hat's gerade ein bisschen geruckelt? Da. Was? Da sind schon die Rebellen. Habe ich ja gar nicht so weit gehabt. Ein Moment. Hey, was schleichst du hier herum? Entspann dich. Ich sehe mich hier nur um. Du kannst nicht einfach hier herumstreuen, Kollege. Das ist gefährlich. Wer führt euch an? Unser Mann heißt Anok. Und er wird dir das Fell abziehen, wenn du uns Ärger machst. Wo habt ihr euer Lager? Wir haben kein Lager hier vor dem Pass nach Nordmar. Wir haben den ganzen verdammten Wald besetzt. Und jeder Ort, der hier durch will, wird es bereuen. Aber wenn du unseren Anführer suchst, er hat seine Hütte weiter oben auf den Hügeln. Okay, danke. Ich kümmere mich. Okay, ich lasse mal die Truhen den Rebellen. Da ist eh meistens nichts Besonderes drin auf dieser Stufe. Ah ja, hier sind noch ein paar Rebellen. Wo ist denn nun hin? Ah, der wird kurz warten auf mich. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Er hat eine Hütte, hat er gesagt. Die würde ja auffallen, oder? Oh, hier sind noch mehr Rebellen. Die ziehen sich hier ein bisschen. Ein etwas stärkerer Rebell. Ah, und da scheint die Hütte zu sein. Lars, warte mal eine Minute. Bin gleich bei dir. Ist das dein Ernst? Oha, ist schon wieder ein bisschen groß. Wir haben hier kein Lager. Nein, das ist kein Lager. Das ist nur so. Am besten du erledigst das selbst. Am besten du hältst dich da. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die geflohenen Sklaven hier. Es werden immer mehr. Bald weiß ich gar nicht mehr, wohin mit ihnen. Was sind das für Flüchtlinge? Aus Silden fliehen in letzter Zeit immer mehr Sklaven in die Wälder hier oben. Sie sind verzweifelt und wissen nicht wohin. Ich versuche ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu helfen und unterzubringen. Lass uns über das Gold für die entlaufenden Sklaven reden. Wir sind alles arme Schweine hier oben. Ich kann dir nur 100 Goldmünzen pro Mann geben. Verstehe. Zeig mir deine... Da hat auch nichts Besonderes. Okay. Guck ich mal hier ein bisschen um, bevor wir mit Lars gleich weitergehen. Ist das dein Ernst? Hier ist er jedenfalls noch nicht. Hör bloß auf mit der Scheiße. Lars? Wo bist du? Da, alles klar. Komm, wir suchen immer noch Anoxide. Den Pass mache ich natürlich nicht. Aber wenn wir zu viel Anoxide vorbeikommen. Am besten du hältst dich darauf. Als wenn das so einfach wäre. Hör bloß auf mit der Scheiße. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter.
als wenn das so ein Rebell und das scheint er dann endlich zu sein, hoffentlich. Oder? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ah, no. Bist du hier der Anführer? Ja, natürlich. Wonach sieht's denn sonst aus, Jungchen? Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar nach Silden zu gelangen. Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Silden braucht deine Hilfe. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Okay. Ich würde ihm gerne sagen, dass der Typ seinen Tod will, aber ich will ihn nicht umbringen. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. So. Deswegen, ich will nur nicht, dass er das falsch versteht. Deswegen speichere ich vorher nochmal ab. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, er könnte das zumindest falsch verstehen. Er könnte mich dann angreifen und sagen, hier, ich... Der Kriegsherr Umbrak in Silden will deinen Tod. Ich weiß, das ist kein großes Geheimnis. Ich wundere mich nur, dass er noch niemanden geschickt hat, um mich zu töten. Ja, seltsam, seltsam, ne? Er hat mich geschickt, um dich zu töten. Aber ich werde das nicht tun. Glückspilz. Okay, hier ist Lars, glaube ich, lang gegangen. Aber wo ist er weitergegangen? Lars? Hallo? Hallo Lars? Ich habe mich nur aus den Augen verloren. Geh noch ein paar Schritte zurück. Ach, da vorne. Der hat auch eine Zweihandwaffe. Und deswegen möchte ich gerne nach Nordmar, um das auch zu lernen. Den Grundstücke muss ich mitnehmen. Warte mal kurz. Grundstücke lässt man nicht stehen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir unterwegs noch mal irgendwo Sklaven finden, denen wir helfen könnten, aber bis jetzt scheint dem nicht so zu sein. Was ist denn hier drin? Wow, ein Schrat. Bleib doch mal stehen. Wow. So, das wäre erledigt. Dann habe ich doch einmal erwischt. Jetzt musst du mal kurz warten, Lars. Ich will ja mal runter. Mal gucken, was hier drin ist. Ein Schattenläufer. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Den greifen wir mal an. Und dahinter eine Metalltruhe immerhin. Na bitte. Oh, eine alte Truhe. Ah, ich mache diesmal aber keine Night Vision an extra, weil wir sind ja eh gleich wieder raus. Nichts für ungut. So. Da oben ist noch ein Schrat. Oha. Wieder eins von diesen lästigen Viechern. Sind etwa die gemeint? Ich speichere nochmal.
Dann überlegen wir uns, ob wir die angreifen. Erstmal können wir denen ja ein bisschen helfen. Gegen die Ripper. Gut gemacht! Au! Entschuldigung. Wölfe! Das Vieh werde ich zertreten. Entschuldigung. Hey. Das war nicht mit Absicht gewesen. Oh, müssen wir dem noch gegen den Schrat helfen? Nicht, dass der Lars uns hier noch stirbt. Das wäre sehr, sehr unschön. Hat er keine Chance alleine gegen das Viech? Ein Mistvieh weniger. So. Oh, da oben ist noch ein Ork. Ha, das war schon alles. So, erster Ork erledigt. Und die anderen Orks werden wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, dass wir das gemacht haben. Sonst wären sie sicherlich hier. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo gerade Lars ist. Okay, der wollte weiter in die Richtung. Aber hier ist natürlich... Dort drüben, weiter nördlich liegt der Pass, mein Freund. Ich werde weiterhin hier in diesen Wäldern bleiben. Es gab schließlich einen Grund, warum ich meine Heimat verlassen habe. Warum hast du deine Heimat verlassen? Ich bin ausgezogen, um das Bogenschießen zu erlernen. Zu Hause wollte und konnte mir dabei niemand zurecht helfen. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Du musst dich viel bewegen. Das wärmt den Körper. Jede Bewegung muss aus dem ganzen Körper kommen. Und sorge dafür, dass du immer warme Füße hast. Wo willst du nun hin? Jetzt, wo du mich fragst. Ich denke, du wirst mich bei den Rebellen hier im Wald finden, wenn du mich suchst. Okay, super. Ah, halt, und was kannst du mir eigentlich noch beibringen? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ah, da kann mir nur Stärke beibringen, okay. Und die Orks? Gucken, was die jetzt sagen. Speer, Ork. Verdammt, Mara. Was ist los? Was machst du hier? Ich muss nach Silden. Ich habe eine wichtige Lieferung für den Stadtschamanen Grompel. Der Schamane Grompel ist tot. Dann ist meine Mission hier gescheitert. Ich muss wieder zurück nach Nordmar. Zeig mir deine Ware. Weg mit der Wurst! Ihr wollt damit aufhören! Mist. Ah, das Problem ist halt wieder mitten in der im Kampf zwischen allen Gegnern und so. Mist. Aber das kriegen wir hin. Machen wir es wieder so wie beim letzten Mal. Einen nach dem anderen. Ich quatsche noch mal kurz den an. Verdammt, Mara. Was?
Der... Die Waffe weg, Mora! Sofort! Du hast es so gewollt. So, ich muss den mal kurz ein Stückchen weglocken. Damit die anderen nicht sehen, wie ich ihn umbringe. Ich hoffe, dass die gemeint sind überhaupt. So, die Lieferung aus Nordmar habe ich schon mal. So, ich speichere gleich nochmal ab. Einfach um sicher zu gehen. Dass wir nicht irgendeinen Kampf mehrfach machen müssen. Und jetzt probiere ich es einfach mal. Sofort auf damit! Oh. So, fangen wir mit dem an. Dann machen wir mit dem weiter. Und zu guter Letzt. Oh, das waren gar nicht die richtigen. Offensichtlich. Na gut. Also, er hatte mich hierher aber geführt. Und er meinte, ich sollte mich irgendwie darum kümmern, dass da nicht noch welche nachkommen. Okay, der wollte bloß das, die Lieferung haben. Ich will nur mal ganz kurz wenigstens hier hochschauen, ob noch welche hier sind oder nicht. Scavenger. Das war gerade etwas unerwartet. Was geht jetzt? Scavenger hier jetzt nochmal auftauchen, aber okay. Oh, was ist denn da links? Da sind ein paar Schrate. Und das hier scheint jetzt... Nordmar zu sein. Ja, dann hätten wir es schon erreicht. Wir wollen noch kurz zu Anok und uns vorher natürlich die bessere Rüstung holen. Wir erledigen noch schnell den Schrat hier, würde ich sagen. Das sollte ja kein Problem sein. Da! Ja, ich hätte es gleich zurücknehmen müssen. Vor allem, weil das noch der zweite kommt. Aber ich renne jetzt mal schnell ein Stück. Und um den hohen Norden kümmern wir uns ein andermal. Aber heute und jetzt... Ich muss das ganze Fleisch einsammeln, wegen dem Koch, wenn ihr euch erinnert. Der wollte noch weitere 28 Fleisch, glaube ich. 22 hat man ihm ja schon gegeben. Mal gucken, ob das schon reicht. Wie viel haben wir denn? Kann ich das schon nachprüfen? Eigentlich ja, ne? Fleisch, 22. Na, da fehlen noch 6.
Wo waren denn die Rebellen? Da. Egal. Ich habe den Orks am Pass dieses Zeug hier abgenommen. Sehr gut, Kamerad. Wir müssen weiter wachsam sein. Die Orks versuchen sicher wieder über den Pass nach Silden zu kommen. Zeig mir deine Ware. Hör bloß auf mit der Scheiße. Du bist in Ordnung. Yay! Endlich, es ist soweit. So, ich verkaufe mir hier den ganzen Schmarrn, den wir sowieso nie einsetzen werden wollen können, möchten, müssen. Die Bartaxt könnte tatsächlich die erste Zweihandwaffe werden, wenn man die mal selber schmieden könnte, die besser wäre als mein jetziges Schwert. Ist das dein Ernst? Okay. Dann können wir eigentlich das die Holzschilder loswerden. Und den alten Helm auch. Und die doppelten davon auch noch. Was brauchen wir denn noch nicht? Ja. Gut, lassen wir das erstmal so. Und dann ziehen wir unsere neue Rüstung an. Subi. Klar, warum nicht? Müsste ich noch irgendwas in Silden tun? Ja, ich wollte mit Ilnok reden. Oh, ich kann wieder mal bis zum Morgen schlafen eigentlich, bei der Gelegenheit. Und dann, wie gesagt, reden wir mit Ilnok. Werden ihm mal Meldungen machen. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ich kenne Umbraks Geheimnis. Und? Was ist es? Ein mächtiges magisches Artefakt? Im Krieg war Umbrak ein besonders brutaler Feldherr. Alle meiden seinen Zorn, um nicht so wie seine Kriegsopfer zu enden. Ach, darum folgen sie ihm immer noch. Umbrak muss sterben, sonst werden wir niemals frei sein. Was ist mit dir? Traust du dir zu, Umbrak zu töten? Er ist ein Ork, kein Halbgott. Gut, dann werden wir dir folgen, Fremder, wenn du das Zeichen gibst. Irgendwann ist das auch vorbei. Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Sind sie wieder alle gelb? Außer die Sklaven. Was ist, wenn ich... Ach, ich weiß es einfach nicht. Aber gut, ich würde sagen... Über das weitere Vorgehen machen wir uns bis zur nächsten Folge Gedanken und bis dahin danke ich euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, ciao.